Falls ihr Probleme mit euren GPU-Treibern habt oder generell irgendwelche Performance-Probleme, hilft dieses Video wahrscheinlich. Hier geht es erstmal darum, wie ihr den Display Driver Installer, kurz DDU, installiert bzw. ausführt und dann auch benutzt. Dazu geht ihr erstmal auf die Seite, die ich euch in der Beschreibung verlinke, dann runter zu Download Locations, da wählt ihr dann Download Mirror EU Germany aus, geht drauf, Linksklick. Dann wartet ihr kurz 5 Sekunden, bis es anfängt zu downloaden. So. Ist jetzt Firefox, deswegen kommt da so ein Öffnen-Fenster, beziehungsweise Datei speichern oder öffnen mit. Ich speichere die Datei mal eben. So, jetzt ist die Datei nun in DRA geöffnet. Dann geht ihr einfach auf Entpacken und entpackt die Datei in irgendeinen beliebigen Ordner. Das sollte dann so aussehen. In guru3d.com ist aber nur ein Infodatei. Und hier, das ist das Einzige, was ihr eigentlich braucht. Geht ihr drauf, Doppelklick, Extract. Und schon erscheint ein neuer Ordner. Da geht ihr mal drauf. Geht hier auf DisplayDriverInstall.exe. Akzeptiert es einmal mit Ja. Dann hier auf OK. Hier könnt ihr dann auch Sachen einstellen, die entfernt bzw. deinstalliert werden sollen. Da kommt es dann darauf an, was ihr deinstallieren wollt. Dann drückt ihr auf Schließen, wenn ihr fertig seid. Hier nochmal OK. Und dann wählt hier schon aus eure GPU. Und meistens wird dann auch schon automatisch die richtige Marke ausgewählt. Aber wenn es nicht so ist, dann selber auswählen. So, wenn das fertig ist, geht ihr hier oben entweder auf Säubern und Neustart, wenn ihr einfach nur Treiber neu installieren wollt, dann auf Säubern und kein Neustart würde ich eher nicht empfehlen. Oder auf Säubern und Herunterfahren, wenn ihr halt eine neue Grafikkarte einbauen wollt. Zum Beispiel, wenn ihr eine alte verkauft habt oder halt generell eine neue gekauft habt. Ja, dann wird ein neues Fenster öffnen, ein kleines, müsst ihr dann warten. Dann gibt es wahrscheinlich bei Blackscreens nebenbei, das ist ganz normal. Und hier vorne erscheinen ein paar Zeilen, einfach nicht beachten. Und dann neu startet der PC irgendwann.